Kakalaka, moin moin Schizos. Ja, ist mir scheißegal, wie ich jetzt aussehe. Ich war teilweise schon im Bett und bin jetzt nochmal am PC, weil ich euch was zeigen muss. Schaut mal, was ich gerade bei mir entdeckt habe auf dem Kanal. 100 Abonnenten. So Leute, es ist jetzt gleich 12:30 nachts, versteht sich. Und heute ist, was haben wir noch heute? Ja, da es ja schon nach 0 Uhr ist, ist heute also der 31. der letzte Tag hier im Oktober. Heute ist Halloween. Ist das ein gutes Zeichen? 100 Abonnenten genau an Halloween bekommen. Ja, es war so, ich war gerade mit dem Handy auch schon in der Badewanne. Ja, der eine oder andere hat es mittlerweile mitbekommen. Ich bin gerne in der Badewanne und das dann aber auch bis zum Verrotten. Ja? So, und da bin ich natürlich nicht ganz untätig. Und ich mache das gerne so, ich gehe oft in andere Streams rein, in andere Livestreams und schaue dann immer so, was die Leute da so schreiben. Und wenn ich sehe, dass irgendjemand irgendwie witzige Sätze oder Sprüche raushaut oder so, oder mir diese kleinen Bilder von euch, ja, diese kleinen Vorschaubilder, manchmal sind es nur Logos oder der Anfangsbuchstabe, meistens aber, und das finde ich immer sehr ansprechend, wenn man was von einem persönlich sieht. Bei mir ist das ja auch meine kleine hässliche Hackfresse. Und ja, und wenn mich das irgendwie anspricht und mir jemand sympathisch rüberkommt, dann abonniere ich denjenigen einfach so. Ja, und manchmal kommt dann halt ein Abo zurück. So. Und das habe ich in der Wanne wieder ganz viel gemacht, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich da wahllos irgendwie sage, abonnieren, 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 abonnieren und in der Hoffnung, hoffentlich kommt was zurück. Nein, ich gucke schon immer so, dass ich denke, du könntest super hier in die Schizo-Gang passen und dann hinterlasse ich dir ein Abo. Nicht unbedingt in der Hoffnung, dass du mich zurück abonnierst. Ja, erst einmal quasi als Geschenk an dich, quasi dir erstmal ein Abo geben. Wenn er nicht zurückkommt, kommt er nicht zurück und dann nehme ich trotzdem auch nicht mein Abo zurück, was ich dir gegeben habe. Also, nö. Und es ist auch wirklich so, also es kommt ja sehr selten ein Abo zurück. Also ich sag mal, von 10 Leuten, die man abonniert, ah, das kann man noch nicht mal sagen, nee. Ja, es ist von 20 Leuten, die man abonniert, kommt vielleicht ein Abo zurück. So ist das in der Regel. Naja, und das habe ich vorhin in der Badewanne ganz viel gemacht und so. Und jetzt wollte ich gerade ins Bett, ja, habe mir schon schön Mediathek angemacht. Ich wollte mir jetzt schön vom Bauer und Frau noch die vergangene Folge gönnen. Ich schäme mich ein bisschen, aber ich amüsiere mich einfach zu gerne darüber. Es ist einfach so. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, das ist richtig gute Unterhaltung, ne? Das ist was für den Grips und so. Nee, aber ich dieses Fremdschämen und diese Schadenfreude, die habe ich da total. Und das ist ja auch ein bisschen mit das Konzept von Bauer so Frau. Und das wollte ich mir jetzt gerade gönnen. Und dann schaue ich gerade nochmal hier so bei YouTube rein. Das mache ich ja immer wieder zwischendurch. Und natürlich guckt man immer wieder auf die Abonnentenzahl und schaut, gibt es irgendwie was Neues. Hat irgendjemand was kommentiert oder so, ne? Das ist irgendwann so im Fleisch und Blut drin, dass man immer wieder drauf geht. Und dann sehe ich auf einmal 100 Abonnenten. Und das ist echt ein bisschen krass gerade, weil, keine Ahnung, als ich heute Feierabend hatte und nach Hause gekommen bin, da hatte ich, glaube ich, 94 oder 95 Abonnenten. Das heißt jetzt, im Laufe der letzten paar Stunden sind direkt nochmal 5 Abos oder sogar 6 dazugekommen. Wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ich jetzt hier heute Abend noch auf 100 Abos komme. Wirklich nicht. Und deswegen habe ich jetzt sofort mal die Kamera angeschmissen, damit wir auch noch die 100 hier wirklich sehen. Falls es noch heute sogar auf 101 umspringt oder sowas. Leute, das bedeutet, erstens, definitiv findet nun als Dankeschön an euch das 100 Abonnenten Spezial statt, und das hatte ich ja schon angekündigt, das wird ein 24-Stunden-Stream sein. Ach du Scheiße. Da muss ich mir natürlich noch Gedanken machen, weil ich jetzt nicht einfach nur hier die Webcam anschmeiße und sage, so, da bin ich und das jetzt 24 Stunden lang. Nein, natürlich will ich ja auch mich unterhalten, euch unterhalten
und deswegen muss ich mir noch ganz viel überlegen, was ich in diesen 24 Stunden verteilt so machen kann. Ich wollte das am liebsten dann sehr zeitnah machen, wenn ich hier 100 Abos geknackt habe. Das wäre jetzt das kommende Wochenende. Aber ich glaube, da wird das ein bisschen schwierig. Also entweder jetzt das Wochenende, das kommt, oder dann definitiv das Wochenende darauf, haue ich als Dankeschön einen 24-Stunden-Stream raus. Ihr werdet wie immer informiert, damit ihr keine Informationen verpasst, denn ich haue auch gerne mal ein paar Infos raus oder schreibe gerne mit euch privat oder wie auch immer, auch wenn ich eben nicht streame. Und das über Discord, den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, oder direkt hier über diesen YouTube-Chat. Auch wenn man nicht streamt, gibt es ja hier die Chat-Möglichkeit. Und alle Links dazu findet ihr aber unten in der Infobox. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mit reinkommt und wir alle so ein bisschen miteinander vernetzt sind. Auch wenn ich hier nicht gerade auf dem Bildschirm bin. So, also ein wirklich ganz, 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 ganz großes und liebes Dankeschön an euch. Ich kann noch mal ganz, ganz schnell eben im Schnelldurchlauf erzählen, wie hier das mit meinem YouTube-Kanal entstanden ist. Achtung, los geht's. So. Nein. Und zwar ging das 2013, nein, es muss schon früher losgegangen sein. Ja, es muss schon, ja, definitiv ist es früher losgegangen. Und zwar damals mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen zusammen. Und ich habe schon mit 11 Jahren Videos gemacht und seitdem ich 11 bin, drehe ich ganz, ganz viele Shows. So für mich ging das früher los, für mich selber einfach aus Spaß. Und dann habe ich nachher Videokassetten in der Schule verschenkt, nachher auch ein bisschen so verkauft. Dann wie gesagt mit meinen Arbeitskollegen dann zusammen gedreht und wir hatten dann zusammen auch so eine sowas wie Switch, so viele kleine Sketche aneinander gereiht. Damit fingen wir dann auch an, nachher das auf YouTube reinzusetzen. Darum hat er sich aber immer gekümmert. Er hat das alles hier reingesetzt bei YouTube. Dann ging das nachher freundschaftlich alles auseinander. Der Kanal, der lief auch nicht wirklich oder so. War halt so mittelmäßig. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt mit meinen 100 Abonnenten schon besser als damals der Kanal, den wir hatten. So. Und auf jeden Fall, das ging da alles auseinander, dann war das passé, aber da das ja mein Hobby ist, ja mit dem Film und Studio bauen, Kulissen bauen, schneiden, Logos machen, Musik machen, das ist ja wirklich, ich mache das ja alles leidenschaftlich, wirklich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, das schon seitdem ich 11 bin und habe mich dann immer weiter entwickelt und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja immer noch Luft nach oben, gar keine Frage. Und dann musste meine Freundin so ein bisschen herhalten, meine damalige Freundin, weil ganz alleine vor der Kamera bringt eigentlich keinen Spaß. Und da hat sie dann halt mit mir zusammen einen Kanal gegründet. Da haben wir aber ganz, ganz unregelmäßig, immer nur dann, wenn man so gerade mal Lust hatte, haben wir wieder ein bisschen was gedreht und so. Ich habe ja immer ganz viele verschiedene Ideen im Kopf. Auch da will ich hier, wo wir gerade davon sprechen, Bauer sucht Frau, haben wir eine Parodie gemacht, Bauer sucht Liebe, mehrere Folgen davon gemacht. Wir haben Wer wird Millionär Parodie gemacht. Wir haben eine Nachrichtensendung quasi parodiert, wenn man so will. Wir haben auch miteinander selber Quizshows gemacht und. Also ganz, ganz viel haben wir gemacht. Aber wie gesagt, davon immer nur so ein paar einzelne Folgen und dann wieder irgendwas ganz anderes. Ja, und das auch sehr unregelmäßig. Ja, das war so das, was ich dann hier eigentlich so ein paar Jahre auf YouTube gemacht habe. Dann ging eine Beziehung auseinander letztes Jahr, 2017. So Dezember 2017 ging das auseinander. Den Kanal gibt es noch, aber ich habe ihn umbenannt und ich habe die Videos alle gesperrt. Da kann man nur noch Wer wird Millionär die Parodie sehen. Ansonsten kann man davon nichts mehr sehen. Ne, und dann habe ich gesagt, so, jetzt fange ich nochmal ganz neu an, ganz von vorne. Und habe mir dann den Kanal erstellt, Unnützes Wissen über Tiere. Und da ging es immer darum, dass ich dann einmal in der Woche so 5, 6, 7, 8 Tierfakten präsentiert habe. Ich habe euch Tierfakten genannt. Es ging immer um ein bestimmtes Tier. Zu diesem Tier gab es dann 8 Fakten meistens. Und dazu wurden immer ein paar Bilder eingeblendet. Ja. Und damit habe ich ungefähr 23 Abonnenten gewonnen. So.
Dann kam wieder so ein kleines Loch, so ein kleiner Hänger. Denn damit habe ich, wie gesagt, im Dezember angefangen. Da war klar, so dass man sich wohl trennen wird. Und dann war es nachher Ende März soweit, dass wir dann tatsächlich auch wohntechnisch auseinandergegangen sind und wirklich unsere eigenen Wege gegangen sind. Und da bin ich nochmal so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen schleifen lassen mit unnützes Wissen über Tiere. Der Umzug fand statt. Dann fing ich hier in der neuen Wohnung wieder damit an. Habe noch ein paar Folgen gemacht. Und dann war wieder so, ja, wieder so das Loch, weil das ein bisschen eintönig war. Es war irgendwie immer das Gleiche. Und da ich ja immer so viele Ideen im Kopf habe, das passte alles nicht in dieses Format rein, da es ja nun um Tiere ausschließlich gehen sollte. Also wieder überlegt, wie kann ich den Kanal umbenennen? Wie kann ich das alles irgendwie ein bisschen neu gestalten? Dass ich halt auch die Möglichkeit habe, wenn ich spontan irgendwelche Ideen habe, ich möchte mal das und das machen, dass ich das einfach machen kann. Und keiner kann sagen, das passt doch jetzt hier gar nicht rein. Und nach Möglichkeit soll man eigentlich ja auch keinen Kanal haben, wo alles Mögliche irgendwie an Formaten vorkommt. Und wenn jemand jetzt neu auf den Kanal kommt, denkt derjenige sich, hä? Und worum geht's jetzt hier eigentlich? So. Aber das ist echt ein bisschen schwierig, weil ich so viele Ideen immer habe und ich so gerne mehrere Sachen ausprobieren möchte. Das ist so ein bisschen wie im Einzelhandel, ne? Man hat eine Getränkeabteilung, man bestellt verschiedene Getränke und schaut, was davon läuft. So. Und da, wo die Nachfrage dann sehr groß ist, das lässt man im Sortiment und das, was nicht so läuft, das schmeißt man wieder raus. Und das ist halt das Tolle auch hier, jetzt auf diesem Kanal, Schizostreamer. Ich mache hier verschiedene Sachen und wenn ich merke, irgendwas kommt bei euch nicht an, dann lasse ich es auch wieder bleiben. Und das ist das Tolle und alles, was euch gefällt, das bleibt. Und für mich ist das halt auch Abwechslung und deswegen ist das eben nicht eintönig. Für euch nicht, für mich nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich jetzt ganz cool. Und vor allen Dingen ist eben die große Neuerung, dass ich live bin. Hauptsächlich oder ganz, ganz viel bin ich ja jetzt live mit den Livestreams. Und das ist meiner Meinung nach für mich persönlich die beste Entscheidung gewesen. Der Wachstum an Abonnenten, so schnell habe ich noch nie Schritte nach oben gemacht. Also Wahnsinn. Zweitens, der direkte Austausch mit euch, 1:1. Ich bin direkt am Stream, quasi direkt wird was erstellt und direkt kommt euer Feedback. So, das ist einfach auch super. Ich kann direkt mich mit euch austauschen. Vor allen Dingen feuert ihr das Ganze ja auch mit an, mit euren Kommentaren und so. Bringt die Würze mit rein. Ihr könnt das Ganze mitsteuern und ach, das bringt einfach mega viel Spaß und ja. Und trotzdem gibt es hier und da auch immer noch Videos, die ich produziere, wie zum Beispiel No Risk, No Fun oder was jetzt ja eben wiederkommen wird, so wie es hier also losging. Unnützes Wissen über Tiere kommt wieder zurück als halb eins, Leute, ne? Ich bin auch nicht mehr hier ganz wach, ne? Vorproduktion. Oh! So. Das wird jetzt auch im November wieder zurückkommen. Freue ich mich auch sehr drauf. Meine Lieben, das ist die Geschichte zu meinem Kanal. Und ja, dann muss ich an der Stelle ganz besonders nochmal ganz, ganz liebe Grüße und ein ganz, ganz fettes Dankeschön raushauen an erstens meine Mutter. Weil als ich hier mit dem neuen Kanal anfing und live gegangen bin, war sie vor allen Dingen bei den ganzen ersten Streams, wo es noch nicht so lief, eigentlich immer mit am Start. Ja, das war halt sehr toll, weil dann war überhaupt jemand da und ja, sonst wäre das für mich persönlich auch schon sehr frustrierend gewesen, wenn dann keiner oder nur einer da gewesen wäre, wie auch immer. Dann Nick, ja, vielen lieben Dank, du warst auch seit dem ersten Livestream mit dabei und seitdem an hast du mir die Treue gehalten und bist bei jedem Stream, wenn du kannst, bei jedem Stream dabei, bist immer fleißig am Schreiben, nicht nur im Chat, auch über Discord, also quasi privat. Deswegen geht an dich auch nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön raus. Dann kurz danach kam auch mit die Hessen-Gang dazu, die Hessen-Click. Und da vor allen Dingen sehr, sehr viel mit am Start hier, sehr aktiv. Schizurina, ja, Tati. Also auch an dich ein fettes Dankeschön. Und auch an Rix, auch an Dragon, ja. Alle, die ihr dazugehört, oder auch Armin, ja. Aber vor allen Dingen Schizurina, weil die wirklich ganz, ganz viel immer da ist und auch über Discord sehr viel schreibt.
Dann natürlich Quentins Nightmare, auf jeden Fall. Dann auch ein ganz, ganz fettes Dankeschön an Mega Testberichte. Der war schon da, bevor ich Schizostreamer war. Da hieß es nämlich noch Unnützes Wissen über Tiere. Und dort hat er mich abonniert und ist dann auch geblieben, als ich das Ganze hier umbenannt habe. Und taucht jetzt auch immer wieder noch auf und ist auch ein ganz, ganz netter, lieber Kerl. Also auch an dich ganz, ganz liebe Grüße und ein fettes Dankeschön. Ja, ihr seid so die Base quasi. Und das ist hier und das ist hier auf jeden Fall drinne. Und das werde ich auch nie vergessen, dass es mit euch hier so richtig losging und ihr seid wirklich immer sehr, sehr aktiv. Und auch alle, die dann noch neu dazu kamen, oh Gott, ich will echt keinen vergessen, aber ob das Sabrina ist, die jetzt auch immer sehr viel mit dabei ist, wen gibt's noch? Ah, es sind ja mittlerweile echt schon viele geworden. Also ich will da echt keine Namen vergessen, da. Oder hier Lazar ist jetzt auch aktuell noch nicht ganz so lange dabei, aber ja, ihr seid alle mit dabei und ihr seid echt eine super geile Schizo-Gang. Bessere Schizos könnte ich mir hier nicht wünschen. Also wirklich vielen lieben Dank an euch alle, auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Namen nicht genannt habe. Aber das sind auf jeden Fall diejenigen, die wirklich hier immer ganz, ganz viel in den Chats dabei sind. Und ja. Ich hoffe, es bleibt dabei und Freunde, vielen Dank ja, an jeden Einzelnen von euch, der mich abonniert hat. Egal, ob ich noch unnützes Wissen über Tiere war oder jetzt Schizostreamer und auch an alle, die noch in Zukunft dazukommen. Ich hoffe, wir wachsen immer weiter, es wird immer größer. Umso mehr sind dann im Chat, umso mehr bringt auch Spaß, wenn hier ein buntes Treiben herrscht. Also, vielen lieben Dank an euch alle. Und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft hier noch eine echt schöne Zeit zusammen haben. Und ja, bevor ich jetzt hier sentimental werde und ein paar Tränen kullern, breche ich das Ganze jetzt hier lieber schnell ab. Also, bis zum nächsten Stream. Und der ist ja schon heute, today. Ja, an Halloween. Heute Abend, 20 Uhr geht's los mit Schizogenie. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann und ciao.